9000 Zuschauern ausverkauft. Nicht alle, die wollten, bekamen noch Plätze. Johann Lopp war von Anfang an dabei. Sein Einsatz war wegen einer Wadenprellung fraglich gewesen. Auch Obradovics Einsatz hatte zur Diskussion gestanden. Doch er spielte ebenfalls in der vierten Minute die erste Chance für die Genfer. Dann die Spanier im Gegenzug. Ein langer Ball auf Castagno. Jordis erste Warnung. Die Genfer Abwehr schien in dieser Situation nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe. Zuerst gingen zwei zum Ball und dann griff doch keiner richtig ein. Die ersten Minuten waren sehr abwechslungsreich. Wieder Servette, in der Mitte alles sehr eng. Dann wurde doch ein Weg gefunden. Und der Abschluss von Johann Lofer. Einmal dieser Schuss von Lonfa und dann waren es wieder die Spanier, die gefährlich vor Beda auftauchten. Pablo im Doppelpass mit Diaz. Eric Beda ließ sich nicht überraschen, im Gegensatz zu seinen Verteidigern, die Pablo zu viel Raum gegeben hatten. Es war ein intensives Spiel, beide Teams schenkten sich nichts. Die Vorlage für Frei, doch diesem gelang die Ballannahme nicht wie gewollt. Die letzte Aktion vor der Pause. Frei beeilte sich. Oruma. Fournier. Unsicherheit bei Torhüter Juanmi. Lofa. Und noch einmal Frei. Vorbei. Aus technischer Sicht löste Frei sich sehr gut von Verteidiger Rebosio. Es stand zur Pause 0:0, obwohl Servette mehr vom Spiel gehabt hatte. Zu einer Verlängerung fehlten noch 45 Minuten. Die 52. Es musste ein Tor her. Frei. Oruma noch einmal frei. Gescheitert an Juanmi, dann halt Obradovic auch nicht. Was für eine Torchance. Langsam wurde es tragisch mit diesen verpassten Chancen der Genfer. 25 Minuten vor Schluss musste der verletzte Fournier durch Bar ersetzt werden und Lucien Favre veranlasste die notwendigen Umstellungen. Noch 10 Minuten, die Spannung blieb. Freistoß Oruma. Obradovic. Alles sah nach einer Verlängerung aus. Saragossa überließ Servette das Spiel und lauerte auf Fehler. Und bisher war diese Rechnung aufgegangen. Dann wieder Obradovic. Oruma, die nächste Chance für den Nigerianer. Genützt zum 1:0. Riesenjubel auf der Servette-Bank, Riesenjubel auch bei Wilson Oruma. Dieser Treffer war ihm zu gönnen. Er bringt seit vielen Wochen konstant gute Leistungen. Bemerkenswert, wie er hier den letzten Verteidiger überlief, ihm nur die Chance zu einem Foul ließ. Und dann behielt er die Übersicht. Mit diesem Schock vermochte Saragossa nicht mehr fertig zu werden. Dazu reichte die Zeit nicht. Aus, Schluss, Jubel war angesagt in Genf. Riesengroße Erleichterung und beinahe Sprachlosigkeit bei Trainer Favre. Es ist sagenhaft, es war hart. Wir hatten 20 schwere Minuten, dann haben wir uns gesteigert und dann dieses Tor von Oruma. Es ist wunderbar. 9000 feierten enthusiastisch, während Wilson Oruma Worte des Dankes fand. Ich möchte mich bedanken bei Gott und bei meinen Mitspielern. Das ist etwas, was mir vom Schönsten, was mir passieren konnte, dieses Tor. Danke.
coéquipier quoi. Et on a remercié Dieu beaucoup parce que c'est grâce à lui on a mis un petit but et grâce à lui on a gagné ce soir. Er hatte diesen Trumpf verdient, der bescheidene Nigerianer Wilson Oruma. Ein